Martin, willkommen zu einem neuen Video aus der Werkstatt. Mal zur Abwechslung zu den Häusern. Zu den Häusern, zum Haus. Es geht um die Montage einer starren Anhängerkupplung an einem VW T4 Baujahr 2000. Lange Version 2,5 Liter TDI mit 102 PS. Innen drin finden wir noch einen Wohnwagenausbau vor. Wohnmobilausbau der Marke Eigenbau. Schick, schick. Wir müssen aber ans rechte Rücklicht, deswegen montiert der Kollege gerade vorne schon seinen Umbau ab, damit wir den ganzen Kram nach vorne schieben können, um dann das rechte Rücklicht von hinten zu erreichen, damit der E-Satz montiert werden kann. Als erstes knöpfe ich mir die Stoßstange vor, denn die muss ab. Und unten drunter befinden sich dann die Schrauben von der Stoßstange darunter, sodass wir dann Plug and Play die Stoßstange hier von, was ist das, Bosal? Bosal, ne? Bosal? Bosal. Von Bosal austauschen können. Jo, sollte eigentlich kein Hexenwerk sein. Auch der E-Satz sieht aus wie Plug and Play zur Rückleuchte. Ne, das wird in die Rückleuchte eingesteckt. Die Rückleuchte steckt man dann hier ein. Diverse Stecker sollten da noch vorhanden sein. Das ist Stromversorgung, die geht bis nach ganz vorne. Oder wo man sich sonst Dauerplus sucht. Jo, Flash Control, klassisch, Blinker Relais. Naja, ja, fangen wir mit der Stoßstange an. Zum Lösen der Stoßstange, der Plastikstoßstange, lösen wir erstmal die 1, 2, 3, die fehlt sogar schon, 3, 4 Schrauben. Sieht mir aus nach Torx, klassisch VW. Hier befindet sich noch eine. Und auf der Gegenseite natürlich auch. Dann haben wir noch an der Innenseite des Rathauses eine. Hier. Und auf der anderen Seite auch. So, Freunde, da gibt es ja noch zwei Schrauben. Die befinden sich hier unter der Türdichtung. Da. Und auf der anderen Seite auch. Da. Um die braucht ihr euch aber erstmal gar keine Gedanken zu machen, denn die kriegt ihr so nicht raus. Ihr müsst also die ganze Stoßstange entfernen, um die Stoßstangenhaut zu entfernen, denn da ist das Gegenstück dazu. Da kommen die nachher rein, beziehungsweise da befinden die sich gerade. Also, die lasst ihr drin und jetzt machen von unten die Stoßstange lose. Unterm Auto sieht das wie folgt aus. Auf der einen Seite befinden sich die Muttern. Ne? Da und da hinten drin. Und auf der Seite hier die Schrauben. Ah, Licht ist Mangelware unten. So, da hinten in der Ecke seht ihr eine und daneben auch ganz klein. Da und da, die müssen los. Klassisch, glaube ich, 17 oder 19er Schlüsselweite, muss ich jetzt mal gucken. 18er ist es. Boah. Das ist auch wieder Cartoon, ey. Mein Gott. Boah. Sie ist fest, ne? Oh, was? Sie ist so fest. Nee, ich zieh links rum. Hat sie verloren. Zwei. Nummer 3. Nummer 4. Dann noch, keine Ahnung, was das jetzt für Lämpchen ist hier. Nebelschlussleucht oder sowas. Rausnehmen, abkabeln. Einhändig geht nicht. So. Und dann sollte das ganze Spiel sich jetzt abnehmen lassen. Gucken Sie ran, hey. Wunderbar. Das sind die beiden Schrauben, die ich jetzt gerade meinte, wo die Außenhaut sich, die Stoßstangenhaut befestigt wird. Die machen wir jetzt los und dann übertragen wir die Haut auf die neue Stoßstange. Verlängerungen für die Anhängerkupplung sind parat gelegt. Anhängerkupplung ist soweit auch parat. Außenhaut ist drauf. Und jetzt schieben wir das ganze Spiel wieder rein, wie die alte rauskam. Wir haben uns jetzt auch entschieden, hier einfach nur die Schublade zu entfernen, damit wir an das rechte Rücklicht kommen. Hier schön die Klimaanlage für hinten. Noble Ausstattung. Zuvor jedoch müssen wir den Pinopel aber entfernen. Hier, damit wir den E-Satz durchführen können.
Wir vermuten gerade auch schon, dass der schon eine Anhängerkupplung hatte, der Wagen, und wieder zurückgebaut wurde, weil in der Anleitung steht, dass man dieses Loch erst bohren muss. Da hat der Kollege das wahrscheinlich schön. Das sieht mir aber echt gut gebohrt aus. Keine Ahnung, ob das von Natur schon war oder ob der das reingemacht hat. Da kommt auf jeden Fall der E-Satz durch. Und der kommt dann auf der Innenseite irgendwo, das kann man jetzt gar nicht sehen, da unten hinter dem Steg aus, wo jetzt der Schraubendreher hingeht. Irgendwo da unten, da ist der Metallsteg. Dahinter muss dann der E-Satz hochkommen und der wird dann hier angeschlossen. Die Kupplung, Stoßstange legen wir uns jetzt hier hin und dann legen wir erstmal den E-Satz da durch. So, der Kollege sitzt jetzt innen drin und versucht den Kabelsatz von innen, von der Kupplung, also vom Stecker, vom 13-poligen Stecker hier durchzuführen. Ich sehe noch nichts. Da kommt ein Finger. Da sind keine Haare drum, wa? Kumme. Schon fast da. Da ist er doch. So, den nehme ich entgegen. Dann haben wir den E-Satz schon mal von innen nach außen geführt. E-Satz ist bis zu dieser Gummitülle durchgepopelt. Das ist also safe da, kann kein Wasser mehr eintreten. Hier verkabelt. Bei den Klammern die Kabel losmachen, bis hinten den E-Satz dran machen und dann wieder die beiden Röhrchen reinstecken. Hier genauso das Röhrchen rausgeholt. E-Satz dahinter und das Röhrchen wieder rein. Der hängt jetzt hier, der wird gleich verkabelt, aber jetzt kommt erstmal die Stoßstange dran. Achso, zum Festmachen der Stoßstange habe ich das Reserverad gelöst, sonst komme ich an die hintere Schraube nicht dran. Deswegen erst Reserverad lösen und dann die neue Stoßstange rein. Stoßstange ist in Position. Jetzt müssen von außen die Verlängerungen drauf. Und dann die Schrauben reingedreht. Haben wir auch Muttern? Mein Gott. Liegt die schon wieder unten. So, Versuch Nummer 3. Die vordere Schraube hat eine festgeschweißte Mutter und die hintere, die mittlere, bekommt eine eigene Mutter. Und hier auf der hinteren Seite kommt einfach wieder eine kleine Schraube rein. Ja, die ziehe ich jetzt fest, dafür brauche ich ja nicht die Kamera. Und das machen wir auf der Seite hier und auch auf der gegenüberliegenden Seite hier. Ja, sehen wir uns gleich wieder. So, also 1, 2 und 3 Schrauben sind auf der Seite befestigt und auf der Gegenseite auch 1, 2, 3. Somit ist die Stoßstange schon mal fest. Der Zusammenbau geht jetzt eigentlich in umgekehrter Reihenfolge, ist ja klar. Hier die ganzen Schräubchen wieder rein. Den machen wir jetzt auch fest. Das Reserverad wieder hoch. Und hier innen drin wird er noch verkabelt. Das ist eigentlich relativ simpel. Man zieht einen Stecker aus dem Rücklicht raus, steckt den hier rein und steckt dann dieses Stück ins Rücklicht. Hierfür gibt es auch die passenden Gegenstücke. Und der Kollege hier, wo kommt der hin? Ich glaube, der Kollege sagte gerade, der kommt an die Innenraumbeleuchtung. Vermutlich die hintere da. Da, ja, muss irgendwie dann das Dauerplus dran. Ich meine, da kann man sich sowieso jede Position suchen. Aber vorgegeben aus der Anleitung ist jetzt das Rücklicht oder aus dem Forum oder wie auch immer. Innenraumbeleuchtung. Nicht Rücklicht. Ach so. Also Dauerplus kann man sich natürlich überall holen, aber das war jetzt im Forum oder aus der Anleitung beschrieben, dass wir das, dass man sich das aus der Innenraumbeleuchtung holt. Ja, somit wäre eigentlich der Umbau erledigt. Klar, das bauen wir natürlich auch zurück. Aber ansonsten gibt es hier nicht viel weiter zu zeigen, außer das, was man schon gesehen hat beim Abbau. Deswegen sind wir hier durch. Und ich würde sagen, Schwierigkeitsgrad ist nicht schwer. 3 oder 4 von 10, wenn überhaupt. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.